Ja, mein Name ist Flo Brongraber, bin Paratriathlet und ja, seit 2017 im Weltcup-Geschehen tätig und nun am Weg nach Paris 2024. Ja, das absolute Top-Highlight ist mit Sicherheit die Silbermedaille in Tokio. Vize-Europameister, Vize-Weltmeister letztes Jahr in Abu Dhabi. Und es bedarf natürlich, dass man wirklich bei alle drei Disziplinen auch top ist. Mein Unfall war eben 2011. Zu Beginn war es eigentlich Therapie, den unterschiedlichen Therapieformen. Eben Unterwassertherapie ist eben Brustschwimmen geworden und ja, dann die ersten paar Kraulzüge und das hat mich halt dann auch nicht mehr locker lassen und ich bin halt ein ehrgeiziger Mensch und dann war klar, okay, ich will das Kraulen lernen und dann will man immer schneller werden und so hat sich irgendwie dann der Weg zum Triathlon ergeben und nach der ersten Teilnahme beim regionalen Triathlon war für mich klar, okay, das ist zu 100% das, was ich machen will und machen werde und ich glaube, der Spaß bei der Sache hat mich eben dann dorthin gebracht, eben an die Spitze, wo ich jetzt dort stehe. Paris 2024 ist sicher das Top-Highlight, das ich eben anstrebe seit 2021. Das ist das definierte Ziel. Ja, aktuell bin ich auf einem Top-Weg dorthin. Die Vorfreude ist sehr groß, auch die Motivation ist sehr groß. Und ja, natürlich, es sind eben da nur einige Sachen, an denen was gearbeitet werden muss. Zum einen natürlich am Fitnesslevel, ja, weil das wird bei den anderen auch nicht weniger werden, sondern im Gegenteil, das geht immer nur in eine Richtung und zwar nach oben. Jegliche Unterstützung ist natürlich enorm wichtig und vor allem, wenn es eben dann Richtung Spitzensport oder im Spitzensport selber eben dann ist, wäre es eben de facto ohne Förderungen nicht möglich, materialtechnisch, was eben gerade im Parasport, man redet da fast von Einzelanfertigungen, was eben wirklich sind teuer sind. Und das wird de facto ohne Förderungen nicht möglich sein. Der Tag des Sports ist ein sehr wichtiges Event und zwar, weil man mal einen Tag den Sport eine sehr große Bühne bietet und vor allem halt auch in die Breite geht, um eben ja, vielleicht einen Nachwuchs zu generieren beziehungsweise die unterschiedlichen Sportarten halt auch dem Publikum zu präsentieren und nicht nur, wie es eben vielleicht bekannt ist, Triathlon, sondern eben auch sagt, hey, es gibt Paratriathlon, es gibt Paratriathleten, die was auch richtig gut sind in Österreich und das summa summarum ist eine super Sache.